Ich habe gerade fast vergessen, dass man ja steuern muss. Was heißt muss, kann. Sollte. Jetzt sind wir quasi über dem bösen Gebiet. Und haben jetzt eigentlich nur noch Vergnügungsfahrt bis nach oben. So. Wo, was? Was, wo bist du? Okay. Weiter geht's. Ich weiß nicht, ob es hier nochmal... Doch, ich meine, hier gab es Symbole. Und hier dürfen wir nochmal surfen, wenn wir wollen. Wir können natürlich auch fliegen, aber wir surfen natürlich lieber. Wo bist du hin? Mein Kollege ist weg. Da. Okay, können wir jetzt hier nach oben? Ganz viele Quallen und eine, die irgendwie voll die Probleme hat. Ich hoffe mal, dass das jetzt hier nicht wieder so übersteuert. Auch schon mal ein bisschen leiser, weil ich das schon irgendwie kommen höre, dass das ein bisschen übersteuert, aber ich hoffe mal, dass es bei euch nicht übersteuert. Das ist einfach nur ein Problem meiner Anlage, beziehungsweise meiner PlayStation ist. Ja, ja, ich komme ja schon. Bin ja schon da. Und das Riesenrochenvieh hier. Ich weiß nicht, wo es ist, wo unser Kollege ist. Das wäre schon schön, wenn ich mit dem das Spiel abschließen würde. Ach, da oben ist er irgendwo. Da. Okay, bin ja schon da. Das sind jetzt unsere letzten, weiß ich nicht, 100, 200, 300 Meter. Schon wieder Gänsehaut. So. Mein Schal ist weg. Seine auch. Springen kann ich nicht mehr. Schade. Das ist schon so oft passiert.
dass ich nebeneinander mit den Leuten dahin laufen wollte und dass die immer hinter mir gelaufen sind. Das ist mega lustig gewesen irgendwie so. Und dann wechsle ich das so und dann kommen die hinter mich. Warum? Ich möchte mit dir zusammen dahin laufen. Da geht die Person hinter mich. Auf jeden Fall laufen wir jetzt ins Licht. Jetzt sind wir aber zusammen. Oder auch nicht. Mann, Mann, Mann. So. Und da ist die Sternschnuppe. Also jedes Mal, wenn man quasi eine Sternschnuppe im Spiel sieht, ich denke mal, dass es so ist, hat jemand das Spiel abgeschlossen. Thank you for playing Journey. Ja, das war Journey. Unsere kleine Reise zur Erleuchtung oder so. Also mir gefällt das Spiel immer noch. ich weiß gar nicht, wie oft ich das jetzt schon durchgespielt habe. Also ich habe das jetzt einmal durchgespielt, ich habe es im Stream einmal gespielt, dann habe ich es so halt das erste Mal gespielt. Dann habe ich es nochmal komplett mit dem weißen Umhang durchgespielt. Und ich glaube dann noch zwei oder dreimal noch dazu, um die Trophäen zu holen. Also ich glaube noch zweimal. Ich finde das irgendwie cool. Also noch besser. Also eigentlich noch besser als Flow. Beziehungsweise Flower. Flow ist ja sowieso. Macht Spaß. Jo. Ist aber halt ein Spiel, das hat jetzt nicht wirklich eine Story oder so. Flower hat dann schon eher eine Story gehabt, dass man da halt irgendwie die Träume der Pflanzen gespielt hat und so. Und hier hat man jetzt wirklich irgendwie eine richtige Story irgendwie. Ja, und ich bin mal gespannt, wie Abzu wird. Oder Abzu, ich weiß immer noch nicht, wie das Spiel ausgesprochen wird. Ja, auf jeden Fall empfehlenswert. Das Spiel war auch letzten Monat im PlayStation Plus kostenlose Spiele, werfe ich euch hinterher, gedöns. Obwohl. Ja gut, 1. November. Ich glaube, am 5. wechselt es immer. Vielleicht seht ihr das dann noch und habt dann vielleicht noch das Glück, es kaufen zu können. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt noch im Store ist oder ob es im Januar,
Oktober, September, ob es im September war oder im Oktober, ich meine im Oktober. Bin mir aber nicht sicher. Ja. Er hat schon irgendwie was Künstliches. Also nicht Künstliches, sondern Künstlerisches. Also mehr so Kunst irgendwie. Ich finde das cool, das Spiel. Ich mag's. Also auf jeden Fall empfehlenswert. Er hat zwar... Also ich habe jetzt eine Stunde 35, glaube ich, gebraucht, um das ganze Spiel durchzuspielen. Ob ich jetzt wirklich alle Sachen gesammelt habe, keine Ahnung. Also das eine habe ich ja verpeilt. Aber wenn man das jetzt spielt, ohne zu wissen, wo die ganzen Sachen sind, da ist man schon ein bisschen länger dran, weil man halt jeden Winkel irgendwie absucht und so. Ja, aber ich finde, das ist echt ein Top-Spiel. Kostet auch, glaube ich, gar nicht so viel mehr. Und wenn man sowieso daran Interesse hat und die anderen beiden Spiele noch nicht gespielt hat, ist es halt ein super Ding, wenn man sich dann diese Collector's Edition mit Flower und Flow noch kauft. Ja. Auf jeden Fall empfehlenswert. Die Musik, Untermalung, auch finde ich auch sehr passend. Und dass man halt für alle gesammelten Sachen noch was, so ein kleines Gimmick kriegt, ist halt auch nochmal ein Däumchen hoch. Meine Stimme kackt voll ab. Nein, ist auf jeden Fall auch ein Däumchen hoch, weil dann hat man halt wirklich einen Ansporn, um das zu sammeln. Man hat zwar auch die Trophäen, aber wenn man halt noch was dafür bekommt, ist halt noch cooler. Jo. Und das war... Journey. Und da sieht man... Afro Cream Ninja. Mit ihm haben wir gespielt, oder... mit ihr, weiß man immer noch nicht. Aber das war halt die eine Person, die uns die ganze Zeit ja, begleitet hat. Und da sieht man halt auch das Symbol. Und wenn man jetzt zum Beispiel, wenn zwischendurch einer abgehauen wäre oder man die Verbindung verloren hat und man einen neuen bekommen hat, dann würden da halt mehrere Leute stehen. Jo. Gut, dann gucke ich mal, ob noch irgendwas kommt. Nee. Ich glaube, jetzt kommt einfach wieder neue Reise oder sowas. Sonne geht auf. Neue Reise. Genau. Jetzt haben wir quasi wieder den Startbildschirm und können von vorne anfangen. Unsere Sternschnuppe ist quasi von dem Berg wieder zurückgeflogen und wir können den ganzen Kram jetzt nochmal machen. Machen wir aber nicht, weil das Let's Play jetzt rum ist. Und ich hoffe, euch hat unsere kleine Reise irgendwie gefallen. Ja, und... ich hoffe, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Let's Play wieder. Ich weiß selbst noch nicht, was es sein wird. Auf jeden Fall irgendwas Kurzes. Weil nach diesem kurzen Spiel kommt dann Abzu. Worauf ich mich schon sehr freue. Soll auch, glaube ich, ungefähr die Länge haben von Journey. Aber ich lasse mich da mal überraschen. Gut, dann hoffe ich mal, bis zum nächsten Mal.